Ja, hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Häkelanleitung. Heute zeige ich euch, wie man einen wunderschönen Poncho häkelt. Und hierfür habe ich ganz besonders schönes Garn besorgt mit so einem Glitzereffekt. Insgesamt benötige ich für meinen Poncho 700 Gramm bzw. 700 Meter Lauflänge bei einer Nadelstärke von 6,5. Kann natürlich in jeder beliebigen Nadelstärke gehäkelt haben. Allerdings muss dann von einer anderen Luftmaschenkette zu Beginn ausgegangen werden. Dazu äußere ich mich dann gleich noch. Wenn es losgeht, eine Schere benötigt ihr, eine Wollnadel, einen Maschenmarkierer. Und dann sei noch der Hinweis gemacht, wenn ihr diese Anleitung mögt, wenn sie euch gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Gefällt mir Däumchen hinterlasst. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Dann seid ihr mit die Ersten, die von neuen Häkelanleitungen erfahren, sobald ich sie hochgeladen habe. Und könnt mit die Ersten sein, die meine neuen Anleitungen nachhäkeln. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß und los geht's. So, wir beginnen damit, dass wir eine Masche auf die Nadel aufnehmen. Insgesamt muss die Maschenanzahl teilbar sein durch 3. Ich häkel hier mit dieser Nadelstärke 6,5 insgesamt 84 Luftmaschen. Wenn ihr mit einem dünneren Garn häkelt, müsst ihr natürlich mehr Luftmaschen häkeln insgesamt. Wichtig ist, dass diese Luftmaschenkette locker um euren Hals sitzt, nicht zu eng ist und dass sie gut über euren Kopf geht. Und wie gesagt, mit der Nadelstärke 6,5 häkel ich 84 Luftmaschen. So, am Ende, wenn ihr dann diese 84 Luftmaschen in diesem Falle gehäkelt habt, verschließt ihr sie zur Runde mit einer Kettmasche. Und ihr müsst unbedingt darauf achten, dass diese Luftmaschenkette nicht in sich verdreht ist, sondern dass sie gerade ist. Und ungefähr bei der Hälfte, bei der 42. Masche, habe ich einen Markierer, den Markierer befestigt, damit ich auch sehe, wo dann die Hälfte ist. So, und dann beginnen wir gleich mit dem Muster. Wir beginnen jede Runde mit 3 Luftmaschen und die sind Ersatz für das erste Stäbchen. In diese gleiche Masche häkel ich noch 2 weitere Stäbchen. Zwei Luftmaschen und in die gleiche Masche hier unten nochmal 3 Stäbchen hinein. Jetzt haben wir die erste Spitze gleich gearbeitet, die wir jeweils vorne und hinten auf der Vorder- oder Rückseite uns erarbeiten. Und jetzt gehen wir weiter hier in der Luftmaschenkette. Wir überspringen 2 Maschen und gehen in die dritte und häkeln dort 3 Stäbchen hinein. Also 3 Stäbchen in die gleiche Masche. Dann überspringen wir wieder 2 Maschen und in die dritte wieder 3 Stäbchen. Und so häkeln wir die ganze Runde. Also immer 2 Maschen überspringen und dann 3 Stäbchen in eine Masche. 2 Maschen überspringen. 3 Stäbchen in eine Masche häkeln. So, und wenn ihr dann soweit seid, dass ihr unten bei dem Maschenmarkierer angekommen seid, also in etwa bei der Hälfte, häkelt ihr hier wieder in eine Masche 3 Stäbchen, dann 2 Luftmaschen für die Spitze und nochmal in die gleiche Masche auch 3 Stäbchen. Also das kann man hier wahrscheinlich in etwa sehen, wo die Masche ist, wo alle Stäbchen zusammenkommen. Also 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen
unten hier in die Masche und dann geht es wieder weiter ganz normal. Zwei Luftmaschen hier unten überspringen und dann in die nächste Masche drei Stäbchen. Zwei Luftmaschen hier unten überspringen und drei Stäbchen in eine Masche. Und so häkelt ihr dann die ganze Runde weiter. Und wenn ihr dann einmal ganz rum seid, geht ihr zu diesen ersten drei Luftmaschen, die ihr als Stäbchenersatz am Anfang gehäkelt habt, stecht durch die oberste hindurch und häkelt eine Kettmasche, um die Runde zu schließen. Dann beginnt ihr die nächste Runde mit drei Luftmaschen und ihr seid ja hier in diesem Bogen hier drin, dann häkelt ihr hier in diesen Bogen hinein zwei Stäbchen. Und ihr stecht hier unten durch mit der Nadel, also nicht durch eine Masche, sondern durch diesen Bogen. Ich zeige euch das gleich nochmal. Dann habt ihr hier quasi diese drei Stäbchen mit diesen drei Luftmaschen am Anfang. Das ist ja immer das erste Stäbchen. Und dann geht ihr über, hier ist jetzt die Spitze. Und jetzt häkelt ihr hier drei Stäbchen. Auch hier stecht ihr in keine Masche, sondern durch diesen Bogen, unter diesem Bogen hindurch. Also insgesamt drei Stäbchen. Zwei Luftmaschen. So wird jede Spitze immer gehäkelt. Drei Stäbchen, zwei Luftmaschen und nochmal drei Stäbchen. So, dann geht ihr zum nächsten Bogen oder zur nächsten Lücke und häkelt auch hier drei Stäbchen. Also es werden immer drei Stäbchen in jede Lücke hier gehäkelt oder in jeden Bogen. Und in die Spitzen werden gehäkelt drei Stäbchen, zwei Luftmaschen, drei Stäbchen. Begonnen wird jede Runde immer mit drei Luftmaschen als Stäbchenersatz. Das ist das erste Stäbchen. Und beendet wird immer mit einer Kettmasche in die oberste Luftmasche. Und so häkelt ihr dann Runde um Runde. So, und wenn der Poncho dann die gewünschte Länge erreicht hat, bei mir sind es insgesamt 27 Runden gewesen, aber je nachdem, was ihr für eine Wolle nehmt und welche Nadelstärke, mehr oder weniger Runden. Kommt ja auch darauf an, wie lang ihr den persönlich für euch haben möchtet. Dann zum Abschluss, wenn ihr hier die letzte Kettmasche gehäkelt habt, häkelt ihr nochmal eine Luftmasche zum Abmaschen. Könnt dann den Faden abschneiden. Und dann fest anziehen. Und dann wird das Fadenende vernäht. Alle abstehenden Fäden, auch die, die entstehen, wenn ihr jetzt ein neues Knäuel beginnt oder auch der Faden vom Anfang, die werden alle auf die gleiche Art und Weise vernäht, indem ihr einfach ein paar Stiche auf der Innenseite macht und den Faden quasi einarbeitet. So, und dann könnt ihr abschneiden und dann ist der Poncho fertig.